Macht euch das Thema Handwurzelknochen auch manchmal so verrückt? Dann wartet bis zum Ende des Videos und schaut euch meinen Tipp dazu an. Vorab natürlich erstmal, was ist wichtig im Thema Bewegungsapparat. Schaut euch die Anatomie an, also alles zur Wirbelsäule. Was ist die Kyphose, was ist die Lordose, wie viele Wirbel gibt's, etc. Alles zur Anatomie, Wirbelsäule sehr wichtig. Dann natürlich das Thema Pathologie. Verschiedene Erkrankungen werden auf euch zukommen. Arthrose, Arthritis sehr wichtig. Osteoporose sehr wichtig. Und dann das Karl-Pahl-Tunnel-Syndrom und das Knie wird auf euch zukommen. Ich habe euch wieder 4 Prüfungen vorbereitet dieses Mal. In der ersten Prüfung mit 49 Fragen kommt, wie gesagt, die Anatomie und aber auch die Untersuchung. Ganze Thema Knie wird kommen, das Schubladenphänomen, die Untersuchung dazu, dann die Hand- und Fußwurzelknochen und die Rotatorenmanschette. In der zweiten Prüfung mit 35 Fragen geht es dann schon los mit den ersten Erkrankungen, nämlich die entzündlichen Erkrankungen, die chronische Polyarthritis, die Arthritis, die Arthrose und die Ursachen dazu. Arthrose wird sehr viel gefragt, ist ein sehr wichtiges Thema zum Bewegungsapparat, genau. Dann in der dritten Prüfung mit 37 Fragen kommen weitere Erkrankungen wie die Debatteurkontraktur, verschiedene Frakturen sowieso, das Karl-Pahl-Tunnel-Syndrom und der Morbus Sudeck. In der vierten Prüfung mit 38 Fragen kommt dann alles zum Thema Knochen und Wirbelsäule. Also schaut euch den Morbus Bechterew an, der wird viel gefragt. Genauso wie der Morbus Scheuermann und natürlich richtig, richtig großes Thema ist die Osteoporose. Dann mein Tipp für euch zum Thema Handwurzelknochen. Da gibt es nämlich einen schönen Satz. Da gibt es ja den Kahnbein, das Mondbein, das Dreieckbein, das Erbsenbein, das große Vieleck, das Kopfbein und das Hakenbein. Mein Satz zu merken für euch: Der Kahn, der fuhr im Mondenschein, dreieckig um das Erbsenbein, Vieleck groß und Vieleck klein, der Kopf, der muss am Haken sein. Genau, ich meine, Worte sind drin im Satz. Wahrscheinlich könnt ihr euch selber zuordnen, was bedeutet. Merkt euch den Satz, der hilft, also hat mir sehr gut geholfen auf jeden Fall. Ich hoffe euch auch. Viel Spaß bei den Prüfungen und wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt möchte ich dir noch ein Feature erklären, das ich total spannend und sinnvoll finde. Egal, ob du jetzt bei falsche, seltene oder Profi-Fragen in der Kategorie unterwegs bist, gibt's hier ganz am Schluss diese Frage nach was. Wenn du das hier lässt, dann ist Training, also wenn du da draufklickst, dann werden die Fragen dir so angezeigt, wie du es im Prüfungstrainer gewohnt bist. Das heißt, du klickst die Antwort an, es kommt dann ein Kommentar und du kannst dann gleich prüfen, ob das richtig oder falsch hattest. Du kannst hier aber auch andere Varianten wählen. Wenn du auf Prüfungssimulation klickst, dann kommen die Fragen im Prüfungstrainer, du klickst an, aber dann wird dir nicht gezeigt, ob sie richtig oder falsch war. Dir wird auch der Kommentar nicht angezeigt, sondern du kommst einfach zur nächsten Frage. Also wie in der echten Prüfung, du kriegst nicht Bescheid, wie gut du abgeschlossen hast. Erst ganz am Ende der Prüfung gibt es dann eine Zusammenfassung, die dir zeigt, wie gut du warst. Also das ist zum Prüfung simulieren geeignet. Dann gibt es noch die Möglichkeit, PDF mit Anmerkungen. Das heißt, du kriegst die Fragen nicht einfach im Prüfungstrainer angezeigt, sondern du kriegst sie in eine PDF-Datei angezeigt, wo natürlich die Kommentare mit drin stehen. Das heißt, in dem Fall hast du dann die Antworten mit drin, das ist zum Pauken ganz gut. Und dann gibt es die Variante PDF wie in Prüfung. Das ist hervorragend zum Prüfungssimulieren, wenn du schriftlich, handschriftlich simulieren willst. Und das ist natürlich auch sinnvoll, dass du damit auch schon früher beginnst, dass du nicht nur das Klicken kannst, sondern auch schon dieses Aufschreiben direkt am Blatt Papier beherrscht. Wenn du also hier diese PDF wie in Prüfung, wenn du das anklickst und dann auf diesen grünen Button drückst, dann erstellt er dir eine eigene PDF-Datei. Okay, jetzt habe ich hier nichts ausgewählt gehabt, also nehme ich jetzt hier zum Beispiel das Thema Atmung und mache jetzt PDF wie in Prüfung. Also jetzt findet er 60 Fragen und jetzt macht er mir eine PDF-Datei und diese PDF-Datei kann ich entweder gleich bearbeiten. Also ich habe die hier jetzt am Bildschirm und kann gleich die Fragen mir anschauen. Oder ich kann sie mir natürlich gleich hier mit dem Button ausdrucken und kann sie dann handschriftlich am Papier machen. Das Tolle ist, ich habe dann ganz hinten, auch wie in der Originalprüfung, dieses Blatt mit den
Fragen kombiniert, also mit den Antworten, diesen Fragebogen, wie das im Originalen auch ist, Frage 1, und so muss ich antworten. Das ist dann wirklich so ein Übertragungsbogen wie in der echten Prüfung. Und ich kann mich natürlich aber mit der nächsten Seite auch selbst überprüfen. Da sind die ganzen Antwortmöglichkeiten schön aufgezeigt, also die richtigen Antworten. Das heißt, du kannst so mit dem Prüfungstrainer dir Prüfungen aller Art zusammenstellen, ob es Originalprüfungen sind, aber auch jetzt ganz spezifische Prüfungen aus einem Themengebiet, und damit dann handschriftlich üben. Viel Spaß beim Trainieren, alles Gute für deine Prüfung.